Tritt's mir runter, wenn du oben bist. Oh, oh nein. Ich meinte nicht wirklich. Oh. Warte, warte. Zurück, zurück, zurück. Da kommt eine Kiste. Extra. Lieferung. Das klappt. Gute Idee. Hältst du durch? Ja, süß. Du, ich wäre auch einfach nach oben klettern und wieder rüber balanciert. So ist nicht. Du hattest aber keine Möglichkeit, dich nach oben zu ziehen. Der Abstand war zu groß. Ich fand, der war nicht zu groß. Naja, um hoch zu springen schon, aber dafür musst du dich unten abstoßen können. Du hast in der Luft gehangen. Wir kommen näher. Halt den Kopf unten. Und die Waffe auch am besten. Pass auf. Pass auf. Elena, hast du denn einen umgebracht, während wir nicht hingeguckt haben? Ich glaube, ja. Gutes Mädchen. Geschafft. Genau. Ja, du bist unten angekommen, Mufi. Das ist geschafft. Komm schon, mir nach. Finde ich immer so schön, wenn er da langläuft. Komm schon, mir nach. Und ich sitze dann und denke mir, ich habe keine Ahnung, wo wir hinwollen. Ich wollte gerade sagen, anscheinend bin ich in eine Sackgasse gelaufen. Komm schon, mir nach, das ist sicher. Oh. Da oben. Da ist eine Tür. Mist. Runter! Wow! Kapitel 23! Ja! So, ich muss gerade sagen, das Kapitel ist ja echt verdammt lang! Oh, wie fühlt sich das an? Ja, ich meine, so ist es immer noch halbwegs lang.
Also ich kann mir nicht helfen, aber so mit der Panzerfaust auf zwei Leute in einer Kirche zu schießen, erscheint mir schon etwas sehr brutal. Die haben drum gebettelt. Okay, sowas kann Mucki nicht werfen. Okay, ihr dürft jetzt gerne aufgeben. Ja, das dürften sie. Ich befürchte nur, im Großen und Ganzen tun sie das nicht. Schlechte Wahl. Der wäre auch effizienter gewesen, wenn er nicht vorher geschrien hätte. Wenigstens wegen Munition. So, wenn ich erst noch aufhöre, gegen die Glühbirne zu laufen, komme ich auch bis nach oben. Meinst du? Ja. Na gut. Oh nein. Ist ja gut. Wir sind hier. Sie hatten recht. Recht womit? Mit allem! Geht wirklich schief. Okay, los. Wir bringen sie heraus. Nein. Was machen wir? Haben Sie sie gefunden? Die Expedition. Ja, das habe ich. Verstehen Sie, was ich tun musste? Ja. Hätten Sie den Stein gefunden, wäre die Welt heute eine andere. Ruhig, ruhig. Er hat den Dolch. Ich weiß. Er ist zum Turm gegangen. Halt sie ihn auf! Ganz ruhig, nicht bewegen. Dieses Kloster birgt den geheimen Weg nach Shambhala. Holen Sie den Dolch zurück. Finden Sie den Weg. Und vernichten Sie den Stein, bevor er ihn findet. Drake, Sie müssen glauben. Ich fühle mich jetzt so merkwürdig wenig berührt davon, dass er tot ist. Tja. Wir können mich einfach hier lassen. Wir haben keine Wahl. Du hast es gehört. Glaubst du, dass das alles wirklich wahr ist? Nein, bestimmt nicht. Nicht? Aber er glaubte dran. Das reicht mir. Ich meine, wir haben schon Zombie-Spanier gehabt, also insofern. Eben. Ist auch kein langer Weg mehr, bis Steine, die Leuten helfen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Okay. Wir sollten uns trennen. Was? Hör zu. Ich kundschafte den geheimen Eingang aus und du gehst zum Turm und überlegst dir, wie du an den Dolch kommst. Ja, okay. Aber sei bloß vorsichtig und bleib in Funkkontakt. Ja, okay. Abgesehen davon ist das doch kein Horrorfilmspiel. Ihr wird schon nichts passieren. Eben. Nee, das ist zu weit. So. Tap, tap, tap. Los, häng dich nochmal an der Glühbirne fest. Klar.
Eine Ritualvase. Ich frage mich, was die da oben gemacht hat. War bestimmt Teil des Rituals. Habt ihr euch nur eingebildet? Ist einfach so zusammengekracht. Ganz genau. Du da hinten, dreh dich bitte doch nochmal weg. Sagen, der kleine Schubs hat ihn umgebracht, dann sage ich, da geht es ziemlich tief runter. Gut, dass du Dachfarben hast. Gut, dass er da gerade weggeguckt hat. Ja, der Tarndachfaden, der gute alte Mobi. Das war nicht die Deckung, die ich meinte, Muppi. Ist der gerade durch den Boden gefallen und hat dann geglaubt, er wird noch in Deckung stehen? Der Gegner? Ja. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Weil nämlich, er stand hier in Deckung. Halt da oben, hinter dem Teil. Ist dann nach dem einmal geschossen, hat er untergesegelt und saß dann hier immer noch so, als würde er hinter der Deckung sitzen. Das will ich nicht ausschließen. Ich habe mich nur gefragt, warum ist er denn jetzt erstmal mit nur einem Schuss da so runtergefallen? Ach so, da ist die. Ist der Balkon zu Ende. Okay, irgendwas übersehe ich wieder. Du hast links von dir, da, weiße Ach. Steine. Ich finde dich immer relativ unauffällig. Auf Mittelschullehrer! Ja! Ja, dann macht ihr mal, ne? Genau. Okay, da kann ich nicht langhängen.
von... Die Antwort ist von überall. So gut, ich hatte gedacht, da wären nur noch zwei. Okay. Ich habe halt nur noch zwei gesehen und dachte, gut, die machst du jetzt schnell platt. Ninja Muppi. Boing, 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 boing. Ja. Okay, Deckung. Ja, die sind gerüstet, aber dass denen halt meine Schüsse so gar nichts ausmachen. Augen offen halten! Wenn ich jetzt wieder nicht die Tasten verwechselt hätte. Was tut der? Du hattest wohl ein bisschen zu viel Schwung, aber wenigstens ist dein Gegner mitgekommen. Ja. Augen offen halten! Bist du? Ja. Ninja Muppi, komm zu dich gefliegt. Kriegt einen mit einer Abwehr. Fahr ab und beginnt dann noch Box zu kämpfen. Es ist optisch sehr schön, wie sie parallel geflogen sind. Ja. Yeah.
Monster! Achso, der hätte gar keinen Granatwerfer, schade. Ich dachte, ich fülle da oben noch mal so ein paar Granaten auf. Da ist noch einer. Ja, da gibt's hier ein paar von. Mhm. Die haben hier eine neue Mittelschule eröffnet. Ja, da brauchst du natürlich auch sehr viele Mittelschullehrer. Ja. Die sind jetzt gerade alle auf dem Weg zur Arbeit. Oh ja. Ich finde seine Schneeschuhe sehr schön. Ja, ich wollte gerade sagen, was? Mal einen Moment Ruhe? Nein. Ach so, es sind mehrere von euch. Zwei Stück. Kommt, weil ich würde sagen, wir sind doch wieder weg. Puppi, roll bitte da weg. Lampe aus Bronze. Ja, ich weiß nicht, wo die war, aber ich hab sie auch gehoben. Okay, der Sprung ist zu weit. Und offensichtlich tödlich, alles klar. Nehmen also die. Müsstest du die beiden groß? Ich glaube nicht. Nee. Der hat mich davor gespawnt. Ja. Das wollte ich nicht. Das war wieder diese Gehentdeckung. Nein. Jedes Mal erstmal so ein Bing, Schulstunde beginnt.
Kirby. Okay, du kannst mir erzählen, was du willst. Die können noch so gut gerüstet sein. Das überleben die nicht. Ja, bei dem allen, was Mutti überlebt, musst du denen aber auch jegliche Realität absprechen. Also ich kann mich mit den Dingern in der Hand kaum bewegen. Ja, ja, kein Problem. Ja, die haben das auch schon jahrelang trainiert. Ich habe alles, was ich an Munition hatte, in die beiden reingesteckt. Und bist dann in den Tod gesprungen. Ja, was sollte ich machen? Ich musste so schnell, es ging zu einer Waffe. Sehe ich genauso. Also das ist wieder so eine Stelle, wo ich sage, die ist unnötig kompliziert und viel. Überlebt. Ja, die zweite hast du verfehlt. Nö, er ist geschwankt dadurch. Er war noch im Aufstehen begriffen. Nein, die Deckung will ich nicht. Dummerweise auch direkt drüber gebeugt übers. Ja, wird doch ein bisschen rumlaufen.
mitnehmen? Achso, kann er nicht mitnehmen. Alles klar, liegt zu sehr in der Wand. Denn? Das war jetzt auch wieder anstrengend. Geschafft. Das klingt zumindest gut ruhig.